Hallo und herzlich willkommen zu Mein Espresso TV. Mein Name ist Tom Krause und heute geht es bei Mein Espresso TV um Merkstrategien. Darüber, sich Dinge einfacher zu merken. Und da möchte ich euch heute eine ganz einfache Methode verraten. Viele Leute sagen, ich kann mir das nicht merken, Und um tatsächlich etwas auswendig zu lernen, gibt es eine Methode, die für mich ganz gut funktioniert und vielleicht ja auch für den einen oder anderen von euch. Wir nehmen einfach mal ein x-beliebiges Buch. Dieses hier über Management zum Beispiel. Und wenn ich jetzt nicht das ganze Buch auswendig lernen möchte, sondern vielleicht einige Zitate aus diesem Buch. Hier hinten sind zum Beispiel so tolle Manager-Zitate und da ich ja ab und zu mit Leuten zu tun habe, die Unternehmer sind, da ist vielleicht das ein oder andere auswendig gelernte Zitat eine gute Idee, wie zum Beispiel, wenn es nicht zerbrochen ist, brich es. Das ist jetzt nicht so meine Sache, das hat ein Richard Pascal gesagt, der ist 1938 geboren, weiß ich nicht, ob der gute Mann noch lebt. Vielleicht finde ich auch irgendetwas Schöneres, ein schöneres Zitat. Einen Elefanten in zwei Hälften zu zerlegen, bedeutet nicht, zwei Elefanten zu schaffen. Was auch immer derjenige damit gemeint hat. Wenn ich mir dieses Zitat merken will, kann ich als erstes zum Beispiel, bei diesem Zitat ist es relativ einfach, das stelle ich mir dann einfach vor, wie der Elefant in zwei Hälften zerlegt wird und das kann ich mir bildlich gut vorstellen und dass die dann einfach so seitlich umfallen und der Elefant dann tot ist und daraus nicht zwei Elefanten entstehen können. Gesagt hat es ein Peter Senge, ich hoffe, das ist jetzt kein Amerikaner, also Peter Senge hat das Ganze gesagt und Senge, das ist bei uns im Norden, bedeutet Senge zum Beispiel, wenn man einen ordentlichen Anpfiff gekriegt hat, wenn man ordentlich zusammengefaltet worden ist und Ärger bekommt, dann bekommt man hier in Norddeutschland Senge. Und bei Peter, da stelle ich mir einfach den netten Peter Alexander vor, der ja leider vor ein paar Wochen gestorben ist. Da stelle ich mir also vor, wie Peter Senge, also wie Peter Alexander ausgeschimpft wird und so denke ich an Peter, Peter Senge, so stelle ich mir die Verknüpfung her. Und das Ganze geschieht dann vielleicht noch, während Peter Senge kriegt und ausgeschimpft wird, auf einem Elefanten reitet und dieser Elefant dann in der Mitte zerschnitten wird. So kann ich mir das Zitat gut merken. Ich kann auch noch eine zweite, Sache machen. Und zwar kann ich mir das Zitat zusammen mit dem Namen auch an den Spiegel im Bad heften, so habe ich das mit sehr vielen hypnotischen Sprachmustern gemacht, zum Beispiel mit und jeder Gedanke von dir kann dazu führen, dass du noch tiefer in Trance gehst. Das ist zum Beispiel ein hypnotisches Sprachmuster und dieses Muster, dafür gibt es auch so kleine Kärtchen, wo verschiedene Sprachmuster drauf sind und dann habe ich mir gesagt, okay, das Muster möchte ich in einer Woche lernen oder in einer Woche werde ich dieses Sprachmuster gelernt haben und habe mir das an den Badezimmerspiegel gehängt. Und jedes Mal beim Rasieren habe ich es mir dann vorgelesen und jeder Gedanke von dir kann dazu führen, dass du immer tiefer und immer tiefer in Trance gehst und habe mich dabei rasiert. Und dann habe ich das auch beim Zähneputzen gemacht und habe dann, während ich die Zähne geputzt habe, Gedanken dazu führen und das war etwas Neues für mein Gehirn. Und das hat dann langsam bei Abwechslung, ich habe dann auch mal die linke Hand, die ich normalerweise nicht zum Zähneputzen benutze, dafür genommen, und so hatte ich verschiedene neue Erfahrungen mit dem Merken dieses Sprachmusters gesammelt. Und das Ganze hat dann sehr gut funktioniert. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder ich sage es halt, während ich mich rasiere oder zurecht mache, 10, 20, 30, 40 Mal hintereinander, je nachdem, wie viel Zeit ihr im Bad habt, ist das eine gute Möglichkeit, sich Inhalte raufzuschaffen, also in die Birne hinein. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich habe meinen Espresso heute sträflich vernachlässigt, dem widme ich mich jetzt. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit und wenn ihr euch seht, genau, und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen bei meinem Espresso TV wieder. Tschüss!